What a mighty, mighty time we had yesterday. Nun, gesegnete Leute, was für eine mächtige, mächtige Zeit wir gestern gehabt hatten. The Lord speaking to the church in a very, very powerful way. Der Herr spricht zu der Gemeinde in einer sehr, sehr mächtigen Weise. And encouraging them to prepare. Und ermutigt sie, sich vorzubereiten. For the glorious coming of the Messiah. Für das glorreiche Kommen des Messias. And yesterday und gestern we saw very clearly that the Lord is now looking out, is seeking. Haben wir sehr eindeutig gesehen, dass der Herr jetzt Ausschau hält, er sucht his people, nach seinen Leuten, to call them into this very lofty Christian salvation of the cross and the blood, um sie zu berufen in diese sehr hohe christliche Errettung von dem Blut und dem Kreuz. And is always searching for heart. Und er ergründet immer das Herz. He's searching for the hearts of people. Er durchsucht die Herzen der Menschen. That he may be able to call them into this wonderful, wonderful calling to reach out at this hour. So dass er sie berufen kann hinein in diese wundervolle, wundervolle Berufung, um hinauszureichen zu dieser Stunde, to prepare the nations, um die Nationen vorzubereiten. And he spoke to us about the heart of the church, und er sprach zu uns über das Herz der Gemeinde, that has been totally melted by the blood of Jesus, welches total geschmolzen wurde durch das Blut von Jesus. The heart of the church that is ready for the glorious kingdom of eternity. Das Herz der Gemeinde, welches bereit ist für das glorreiche Königreich der Ewigkeit. The church that is now very, very fruitful in her work. Die Gemeinde, die jetzt sehr, sehr fruchtvoll ist in ihrer Arbeit. She's reaching out. Sie erreicht Leute. She's evangelizing. Sie evangelisiert. She's baptizing the nations. Sie tauft die Gemeinden. And showing them the way. Und zeigt ihnen den Weg. And we saw that the Lord is looking for a heart, a serving heart that serves him. Und wir haben gesehen, dass der Herr nach einem Herzen sucht, das dient, welches ihm dient. A heart that loves him. Ein Herz, welches ihn liebt. That follows him. Welches ihm folgt. Trust God, praises God. Vertraut Gott, preist Gott. Believing God, seeking God. Glaubt an Gott, sucht Gott. Keeping his word inside her heart. Behält sein Wort innen in ihrem Herzen. A heart of the fear of God. Ein Herz mit der Ehrfurcht Gottes. A heart that has reverence to God. Ein Herz, das Respekt vor Gott hat. A heart that beholds the salvation of the grace with such a great treasure. Ein Herz, welches die Errettung der Gnade mit solch einem großen Schatz trägt. And we saw. Und wir haben gesehen, that the Lord was using that to describe to us, dass der Herr dies gebrauchte, um zu uns zu beschreiben, the condition of Philip, den Zustand von Philippus, when Philip was used in such a mighty way, als Philippus in solch einer mächtigen Weise gebraucht wurde, to bring forth exploits for the kingdom, um Erträge für das Königreich hervorzubringen. And this we met by the way as we're looking at. Und dies haben wir am Weg getroffen, als wir schauten auf. Spiritual blindness, remember that. Geistliche Blindheit, erinnert euch daran. We were looking at spiritual blindness. Wir schauten uns geistliche Blindheit an. That the Lord rebuked in Laodicea. Welche der Herr in Laodicea tadelte. And now. Und jetzt. In the process, I also presented to you. Im Prozess präsentierte ich auch zu euch. The different scenario of Jonah. Das andere Szenario von Jonah. Now Jonah, the prophet of the Lord. Jetzt Jonah, der Prophet des Herrn. Prophesying prosperity to Israel at a time when Israel was really, really in deep sin. Prophezeite Wohlstand zu Israel zu einer Zeit, wo Israel wirklich, wirklich in tiefer Sünde war. And prosperity preached in the Bible. Und Wohlstandspredigt in der Bibel. And he runs away. Und er läuft weg. Jonah moves away in the opposite direction. Jonah bewegt sich weg in die gegenteilige Richtung. He goes towards Tarsis. Er geht in Richtung Tarsis. And so that direction of Tarsis. Und nun diese Richtung von Tarsis. Which is the lower part of Spain. That's really where the present day church is. Welches der untere Teil von Spanien ist. Dies ist wirklich, wo die gegenwärtige Gemeinde ist. She
is not found in Nineveh. Sie befindet sich nicht in Nineveh. She's supposed to be in the great city of Nineveh. Sie sollte in der großen Stadt von Nineveh sein. The capital city of Assyria. Die Hauptstadt von Assyrien. That's where she's supposed to be. Dies ist, wo sie sein sollte. In her field. In ihrem Feld. Her mission field. In ihrem Missionsfeld. Leading many people to Christ Jesus the Lord. Viele Leute zu Christus Jesus, den Herrn, zu leiten. So it's really such a picture the Lord painted yesterday. Nun, es ist wirklich solch ein Bild, welches der Herr gestern gemalt hat. Because the present-day church has also gone in the opposite direction. Denn die gegenwärtige Gemeinde ist auch in die gegenteilige Richtung gegangen. She's in Tarshish down there. Sie ist in Tarsis, dort unten, dort. Und nun, oh, wie ich wünschte, dass sie in den Bauch des Fisches eintreten könnte. Sie könnte zurückkommen. Denn sie ist auf dieser Seite, sie ist von der Berufung weggerannt. And yet the Lord said, go to that great city of Nineveh. Und dennoch sagte der Herr, geh zu dieser großen Stadt von Nineveh. And cry out against her. Und weine gegen sie. For the sin being committed in that land. Wegen der Sünde, die in diesem Land vollbracht wird. In that city. In dieser Stadt. And that time Nineveh was the capital city, the greatest city on the earth, the biggest city in the world. Zu dieser Zeit war Nineveh die größte Stadt auf der Erde, die größte Stadt in der Welt. And you see, und ihr seht, such a big painting, solch ein großes Gemälde, Portrait came out yesterday. Portrait kam gestern heraus. A big portrait. I know that I've seen ein großes Porträt. Ich weiß, dass ich gesehen habe serious turmoil in Ivory Coast. Einen ernsten Tumult in der Elfenbeinküste. I've seen people running, a lot of violence with security forces. Ich habe Leute gesehen, dass sie laufen, sehr viel Gewalt mit Sicherheitskräften. Even one of the police vehicles is of that. Sogar eines der Polizeifahrzeuge sprüht. Dieses Fahrzeug, welches Wasser sprüht. Diese großen Fahrzeuge, die Wasser sprühen. So, als wenn sie übergreifen würden. Die Leute sind gedrängt. Es ist so, als wenn eine Frau kurz davor ist, gedrückt zu werden. Chaos in the streets. Es gibt Chaos in den Straßen. Yeah, and I see coffins, you know? Und ich sehe Särge, wisst ihr? Nun, ich weiß, der Herr hat mit mir über die Elfenbeinküste gesprochen, bevor wir angefangen haben. Der Herr sprach gestern in einer mächtigen Weise, als Jonah ablehnte. Er hat es bewusst abgelehnt. So he goes to Joppa. Also ging er nach Jaffo. Which is now the port city. Dies ist jetzt die Hafenstadt. And he was very much aware that all the merchant ships. Und er war sich sehr darüber bewusst, dass all die Handelsschiffe from all over the world end up in Joppa. Von überall in der Welt nach Jaffo kommen. So he was aware if he goes to Joppa, he's going to get that ship. Nun, er war sich also bewusst, wenn er nach Jaffo geht, wird er dieses Schiff bekommen. That would take him all the way. To Tarshish, which is in the opposite direction. Welches ihn all den Weg nach Tarsis bringen wird, welches die entgegengesetzte Richtung ist. Er wusste bewusst, was er tat, denn er nahm das Fahrgeld, er hat sein Fahrgeld genommen. Und er ging und bezahlte das Fahrgeld, er ging an Bord auf dieses Schiff. And he left with the ship. Und er verließ mit dem Schiff. No? Of course, what happened in there. Natürlich, was dort passierte. And everything, how he ended up in the belly of the fish, you know. Und alles, wie er in dem Bauch des Fisches endete, wisst ihr? However, jedoch. He deliberately started running away. Bewusst rannte er weg. That's almost three times the distance. Dies ist fast dreimal die Distanz. To Nineveh. Nach Nineveh. So Jonah deliberately did not want to go. To the enemies of God. Nun, Jonah wollte ganz bewusst nicht zu den Feinden Gottes gehen. He didn't want to carry out the mission of God. Er wollte die Mission Gottes nicht austragen. Und dies ist die gleiche Sache, die ihr in der gegenwärtigen Gemeinde heutzutage seht. You see that? Ihr seht das? God is speaking there very clearly that he loves sinners.
Gott spricht dort sehr eindeutig, dass er Sünder liebt. While Jonah did not want to go to them, but God was telling him, no, he loves sinners. God loves sinners. Während Jonah nicht zu ihnen gehen wollte, aber Gott sagte ihm nein, er liebt Sünder, Gott liebt Sünder. And while Jonah was refusing, showing inertia, resistance. Und während Jonah ablehnte, Widerstand, Resistenz zeigte, refusing, lehnte ab, to go and declare, zu gehen und zu deklarieren, God's love, Gottes Liebe, that he himself, Jonah, has known. Die er selbst, Jonah, kannte. Jonah has known God's love and grace. Jonah hat Gottes Liebe und Gnade gekannt. And mercy. Und Gnade. And God is telling him, I love sinners. Und Gott sagt ihm, ich liebe Sünder. I'm sending you there to that sinful city. Ich sende dich dorthin zu dieser sündhaften Stadt. Whether they invaded Israel, ob sie nun in Israel eingedrungen sind, a few years back, or whether they're in deep sin, vor einigen Jahren zurück oder sie in tiefer Sünde sind. Homosexuality is rife there, there's lesbianism there, there's corruption there. Homosexualität ist reif dort, Lesbianismus gibt es dort, es gibt Korruption dort. There's prostitution, there are many brothels there. Es gibt Prostitution dort, es gibt viele Bordelle dort. The merchants go there, you know, it was a big city. Große Kaufleute gehen dorthin, es war eine große Stadt. So there are these huge business people coming. Nun, sie haben dieses große Geschäft dort, Geschäftsleute kommen. And a lot of women that were serving them in prostitution, different brothels. Und viele Frauen, die ihnen dort dienten in Prostitution, verschiedene Bordelle. And there was a lot of massacre and bloodshed there. Und es gab viele Massaker dort und Blutvergießung. And worshiping of the devil, worshiping other gods. Und das Anbeten des Teufels, Anbeten von anderen Göttern. Pagan God. Heidnische Götter. But God was telling Jonah. Aber Gott sagte zu Jonah. Regardless. Nonetheless, I love sinners. Ohne Rücksicht. Dennoch liebe ich Sünder. I still love them. Ich liebe sie immer noch. And God was trying to impress upon Jonah that has known the love of God. Und Gott versuchte Jonah, der die Liebe Gottes kannte, dazu zu bringen, to go to those sinners there. Zu diesen Sündern dorthin zu gehen. And declare God's love to them. Repent them. Und Gottes Liebe zu ihnen zu deklarieren. Buße. God's love to those sinners, but you see that is what's happening in the present day church. Gottes Liebe zu diesen Sündern. Aber ihr seht, dies ist, was in der gegenwärtigen Gemeinde passiert. She has refused to go and declare the God's love she has discovered. Sie hat es abgelehnt, zu deklarieren, die Liebe Gottes, die sie entdeckte. To go and declare them in those bars, in those offices. Um zu gehen und zu ihnen zu deklarieren, in diesen Bars, in diesen Büros. In those streets, in those hospitals. In diesen Straßen, in diesen Krankenhäusern. In those supermarkets, those clinics. In diesen Supermärkten, in diesen Kliniken. She has instead gone and mingled with them. Stattdessen ist sie gegangen und hat sich mit ihnen vermischt. But the message was very clear if you read the book of Jonah, verses 1 to 3. Aber die Botschaft war sehr eindeutig, wenn ihr das Buch Jonah 1 bis 3 liest. He said, go there and cry out against the sin. Er sagte, geh dorthin und rufe gegen die Sünde. Cry out against that city for its sin. Rufe heraus zu dieser Stadt, denn ihre Sünden has reached me now. Haben mich jetzt erreicht. Cry out. Go and rebuke that sin. Come against that sin. Rufe heraus, geh und tadel diese Sünde. Gehe gegen diese Sünde an. And so, that was such a painting the Lord gave yesterday of the present day church. Und nun, dies war solch ein Gemälde, welches der Herr gestern gab zu der gegenwärtigen Gemeinde. How God's people today. Wie die Gottesleute heutzutage es ablehnen, zu gehen und Gottes Liebe zu den Sündern zu deklarieren. Also kommen die Sünder um, in den Straßen, auf den Umwegen, auf der Erde, in den Gesellschaften, in den Nationen. Und ihr seht, Jonah hatte viele Vorurteile gehabt. Over those people. Über diese Leute. And hatred. Und Hass. Jonah had a lot of prejudice. Jonah hatte viele Vorurteile. Over the people in Nineveh. Über die Leute in Nineveh. And Jonah preferred that God's judgment fall on those people. Und Jonah bevorzugte es, dass Gottes Urteil auf diese Leute fällt. And yet the Lord was saying no. Und dennoch sagte der Herr nein.
I love sinners. Ich liebe Sünder. I love them also. Ich liebe sie auch. If they repent, God announced, declare to them my love. Wenn sie Buße tun, gehe und deklariere, verkünde zu ihnen meine Liebe. My salvation, my repentance. Meine Errettung, meine Buße. That they may come back into the fold. Sodass sie zurückkommen in die Herde. Because they are my people. So in the process the Lord was announcing. Weil sie mein Volk sind. Nun, im Prozess verkündete der Herr very clearly, as we saw yesterday, sehr eindeutig, so wie wir gestern gesehen haben, that he is holy. Dass er heilig ist. That God Almighty is holy. Dass Gott der Allmächtige heilig ist. Es handelte sich total über die Heiligkeit Gottes, die gestern präsentiert wurde. He is holy and he comes up against sin. Er ist heilig und er kommt gegen Sünde an. And another throne is repentance. Und es ist Buße. So you can see, nun, ihr könnt sehen, the inherent heart of God, das langmütige Herz Gottes, the long suffering of God, das lange Leiden von Gott, that regardless of the level of sin or how much they were enemies to Israel, das ungeachtet auf das Niveau der Sünde oder wie viel sie Feinde zu Israel gewesen sind, he still sends them repentance, which is really the love of God. Er sendet immer noch zu ihnen Buße, die wirklich die Liebe Gottes ist. Greater love than this. Größere Liebe als dies. Das Kreuz, er sandte ihnen Buße. Und dies ist, was der Herr zu dieser Generation sagt, dass er heilig ist. So what the bigger picture there is, the holiness of God. Nun, das größere Bild dort ist die Heiligkeit Gottes. That is what came out yesterday. Dies ist, was gestern herauskam. And then you see the 3 days in the belly of the fish. Und dann seht ihr die 3 Tage in dem Bauch des Fisches. The resurrection of Christ, the death and resurrection of Christ. Die Auferstehung von Christus, der Tod und die Auferstehung von Christus. In the belly of the earth. In dem Bauch der Erde. So it's all so much love with grace. Nun, es ist alles so viel Liebe mit Gnade and mercy und Barmherzigkeit, that the Lord exuded in this message yesterday, die der Herr in dieser Botschaft gestern ausstrahlte. That's what he's bringing out. Dies ist, was er herausbringt. The love of God. Die Liebe Gottes. The holy God who gives a chance for repentance. Der heilige Gott, der eine Chance gibt für Buße. And the Lord was also talking about his sovereignty. He said, no, even Nineveh is still under his rule. Und der Herr sprach auch über seine Souveränität. Er sagte, nein, sogar Nineveh ist immer noch unter seiner Herrschaft. The glorious land, Israel, is his. Das glorreiche Land Israel ist seins. People. Volk. If you go to Tarshish, that's also his land. Wenn man nach Tarsis geht, dies ist auch sein Land. Wenn man unter dem Bauch des Fisches endet, dort ist auch der Herr. Inside the belly of the fish, God is inside there. Innen im Bauch des Fisches, Gott ist innen drinnen dort. Under the ocean, he's there. Unter dem Ozean, er ist dort. Wherever you run to, even Joppa, where you were paying the fare, God announcing the sovereignty of God. Wo auch immer man hinläuft, sogar nach Joppa, dort wo er das Fahrgeld zahlte, Gott verkündet die Souveränität von Gott. Both to the Jews and the Gentiles. Zu beiden, den Juden und den Nichtjuden. And he's saying, und er sagt, that Jonah, the prophet of God, dass Jonah, der Prophet von Gott, became so reluctant, so widerwillig wurde, to go, that's amazing, zu Gott. Dies ist erstaunlich. He went in the opposite direction, blessed people. Er ging in die gegenteilige Richtung. Gesegnete Leute. Gottes Liebe für alle Leute wurde demonstriert. Er sagte, nein. Ob sie aus Nineveh kommen. But I still love them. Aber ich liebe sie trotzdem. I still love them. God's love for all people. Ich liebe sie trotzdem. Gottes Liebe für alle Leute. He loves all people. Er liebt alle Menschen. And when you see the book of 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Und wenn ihr schaut in das Buch 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 20. To Jonah. Wir lesen Jonah. So then the word of God came to Jonah. Nun, dann kam das Wort Gottes zu Jonah. And you see that the prophet of the Lord Jonah is very reluctant. Und ihr seht, der Prophet des Herrn, Jonah, ist sehr widerwillig. He's very delayed. Er ist sehr verspätet. In his response, in fact. In seiner Antwort, tatsächlich. He says no. Er sagt nein. And he decides to
to disappear, to flee. Und er sagt, er wird verschwinden, fliehen. In an opposite direction. He's very reluctant. He's very delayed. In die andere Richtung. Er ist sehr widerwillig. Er ist sehr verspätet. What the Lord is saying here, that the word of the Lord came to Jonah. Was der Herr hier sagt, das Wort des Herrn kam zu Jonah. The word of the Lord came to him. Das Wort des Herrn kam zu ihm. And that word was commissioning Jonah. Und dieses Wort befähigte Jonah. Was telling him where to go. Sagte ihm, wo er hingehen soll. And God declared the love of God, repentance. Und gehe und verkünde die Liebe Gottes, Buße. Repentance is love. Buße ist Liebe, to go all the way to Nineveh, um all den Weg hinzugehen nach Nineveh and speak to the Ninevites, und zu den Leuten aus Nineveh zu sprechen um ihnen über diese große Liebe von dem großen Gott vom Himmel, der große Gott von Israel, zu verkünden. That love being dispensed, being administered as repentance. Diese Liebe wird verteilt, wird verabreicht als Buße. Die Tür, die offen ist, um abzukehren von der Sünde. And that is the same word, und dies ist das gleiche Wort, that has come to the present day church. Welches zu der gegenwärtigen Gemeinde gekommen ist. Denn wenn ihr euch das Buch anschaut, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 20, you see, he says, ihr seht, dass er sagt, from verse 19, von Vers 19, Verse 20 says, Vers 20, er sagt, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns. We implore you on Christ's behalf to be reconciled to God. Deswegen bitten wir an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. God made him who had no sin to be sin for us. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. So that in him we might become the righteousness of God. Damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit werden. So this is the same word. Nun, dies ist das gleiche Wort, that has now come, welches jetzt gekommen ist. To you also, the church. Auch zu euch, die Gemeinde. The word of God has come to the church. Das Wort Gottes ist zu der Gemeinde gekommen. The present day church. Die gegenwärtige Gemeinde. The word of God came to Jonah. Das Wort Gottes ist zu Jonah gekommen. The son of Amittai. Der Sohn Amittais. Telling him to go and declare this love. Sagte ihm zu gehen und diese Liebe zu deklarieren. To the Ninevites in Nineveh, the biggest city in the world. Zu den Leuten aus Nineveh. In Nineveh, die größte Stadt in der Welt. And then John decides to go to Joppa. Und dann hat Jonah sich entschieden, nach Joppa zu gehen. Where he knows he will definitely get a ship that will head in the direction of Tarshish. Wo er weiß, dass er auf jeden Fall ein Schiff bekommen wird, welches in die Richtung Tarsis gehen wird. You'll not miss a ship there. Das Schiff wird er dort nicht verpassen. And he carried fare in his hand. Und er trug sogar das Fahrgeld in seiner Hand. So he deliberately set out to run away from God. It was not inadvertent. Er hat also bewusst sich entschieden, um vor Gott wegzulaufen. Es war nicht versehentlich. It was not he was lost. Es war nicht, dass er verloren war. He didn't know how to get to Nineveh. Dass er nicht wusste, wie man nach Nineveh kommt. He went in the opposite direction of Nineveh. He went to Tarshish. Er ging in die gegengesetzte Richtung von Nineveh. Er ging nach Tarsis. And that's where the present day church is also. Und dies ist, wo die gegenwärtige Gemeinde auch ist. And the word of God, und das Wort Gottes, the word of the Lord came to Jonah. Das Wort des Herrn kam zu Jonah. But we see also here, aber wir sehen auch hier, that the word of the Lord has come to this blessed church. Dass das Wort des Herrn zu dieser gesegneten Gemeinde gekommen ist. The present day revival church, the end time church. Die gegenwärtige Erweckungsgemeinde, die Endzeitgemeinde. And God, und Gott, is asking you to go and declare his love. Fordert euch auf, zu gehen und seine Liebe zu deklarieren. Repentance. Buße. What he has done. Was er getan hat. To the perishing world. Zu der vergehenden Welt. To your enemies out there. Zu euren Feinden dort draußen. To go and win them for Christ. Zu gehen und sie für Christus zu gewinnen. Again, I read the book of 2 Corinthians. I'm repeating. Nochmals, ich lese das Buch 2. Korinther. Ich wiederhole.
From verse 20:21, it says. Von Vers 20:21, er sagt. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Deswegen bitten wir an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. That's what you are telling them. Dies ist, was er ihnen sagt. When you arrive there, wenn ihr dort ankommt, be reconciled to God. Seid mit Gott versöhnt. God made him who had no sin to be sin for us. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. So that in him we might become the righteousness of God. Damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit werden. That's what the Lord is asking you to go and declare there. Dies ist, wozu der Herr auffordert, zu gehen und dies dort zu deklarieren. But this church has been very, very reluctant, very slow. Aber diese Gemeinde ist sehr, sehr widerwillig gewesen, sehr langsam, to go. Um zu gehen. They received the love of God. Sie haben die Liebe Gottes empfangen. The reconciliation of God. Die Versöhnung Gottes. And they have stayed in their offices. Und sie sind in ihren Büros gewesen. They have stayed in their home. Sie sind in ihren Häusern geblieben. They have stayed at their workplaces. Sie sind auf ihren Arbeitsplätzen geblieben. They have not seen the urgent need to go to the world, prepare the world. Sie haben nicht die dringliche Notwendigkeit gesehen, zu der Welt zu gehen, die Welt vorzubereiten. And we saw very clearly in Matthew 28 yesterday, 18 to 20. Und wir haben sehr eindeutig gesehen gestern in Matthäus 28, 18 bis 20. Go and baptize the nations. Go make disciples of the nations. Geht und tauft die Nationen. Geht und macht Jünger in den Nationen. Make disciples out there. Convert the whole world. Macht sie zu Jüngern dort draußen. Bekehrt die ganze Welt. In order to fulfill, um zu erfüllen, the blessing of Abraham that was promised in Genesis chapter 12. Den Segen von Abraham, der versprochen wurde in 1. Mose Kapitel 12. Verses 1 and 3. Vers 1 und 3. That out of Israel now you bless all the nations. Dass aus Israel heraus wird er jetzt alle Nationen segnen. Across into the Gentile world to the ends of the earth. Quer durch die nicht-jüdische Welt bis zu den Enden der Welt. China. China. All the way to Alaska. All den Weg hin zu Alaska. All the way to Concepcion, Chile. We're down there. All den Weg hin zu Concepcion, Chile. Dort nach unten. The ends of the earth. Die Enden der Erde. Yeah? All the way to the ends of North Korea, Russia, top there. All den Wegen hin bis zu den Enden von Nordkorea, Russland, dort oben. He said, all of them now will enjoy. Er sagt, alle von ihnen jetzt werden genießen können. The blessing of Abraham. Den Segen von Abraham. Out of the work. Aus der Arbeit heraus. Done with the Hebrew people. Die getan wurde mit dem hebräischen Volk. Genesis 12, 1-3. 1. Mose 12, 1-3. So, this is really what the Lord was saying yesterday. Nun, dies ist wirklich, was der Herr gestern gesagt hat. That the present-day church has been slow to go. Dass die gegenwärtige Gemeinde langsam ist, um zu gehen. And we know that Nineveh was the capital city of Assyria. Und wir wissen, dass Nineveh die Hauptstadt war von Assyrien. And repentance is the message that was coming to them. Und Buße ist die Botschaft, die zu ihnen gekommen ist. What a powerful message. Was für eine mächtige Botschaft. Und wir haben gesehen, dass die höchst wichtigste Botschaft, die der Herr freisetzt, vom Thron Gottes Buße ist. That men may prepare for this upcoming kingdom of God. Sodass sich die Menschen vorbereiten für das bevorstehende Königreich Gottes. That God loves all people. Dass Gott alle Menschen liebt. He loves all people. Er liebt alle Menschen. Whether it's a territory by ISIS, ob es ein Territorium ist von der ISIS, Al-Qaida, in the Arabian Peninsula, auf der arabischen Halbinsel. Go there. Geh dorthin. So when the Lord was sending Jonah, it was like telling him. Nun, als der Herr Jonah sandte, war es so, als wenn er ihm sagen würde, go to the territory controlled. Geh zu dem Territorium, welches kontrolliert ist von, in the Arabian Peninsula, controlled by Al-Qaida. In der arabischen Halbinsel, kontrolliert von Al-Qaida. Go there and tell them God will strike you if you continue this joke here. Geh dorthin und sage ihnen, Gott wird euch schlagen, wenn ihr weitermacht mit diesem Witz hier. God will strike you, so you understand why Jonah feared. Gott wird euch schlagen, also versteht ihr, warum Jonah Angst hatte. So
Er sagte, oh mein Herr, wie soll ich diesen Leuten solche Sachen sagen? Sie werden mich töten. Go to Al-Qaeda, go to ISIS. Nun, geh zu Al-Qaida, geh zur ISIS. Go to the deepest, I remember I've preached. Geh in das Tiefste. Ich erinnere mich, ich hatte gepredigt. In the depth of Pakistan. In dem Innersten von Pakistan. I have gone to the deepest Islamic villages of Pakistan. Ich bin zu den innersten islamischen Dörfern von Pakistan gegangen. And we did a big meeting in that village. Und wir haben ein großes Treffen in diesem Dorf vollzogen. And I rebuked Islam there. Und ich tadelte den Islam dort. And you know, those are the security of the gate were with machine guns. Und wisst ihr, der Sicherheitsdienst am Tor war mit Maschinengewehren. The ushers in that church, die Gästebetreuer in dieser Gemeinde, in that tent, in diesem Zelt, we put a tent in the middle of the village. Wir haben ein Zelt aufgeschlagen in der Mitte des Dorfes. The ushers were with machine guns. Die Gästebetreuer waren mit Maschinengewehren gewesen. Und die Lautsprecher wurden nach oben sehr laut gestellt, sodass das ganze Dorf hören konnte. And it was nighttime. Und es war Nachtzeit. I said, repent. Ich sagte, tut Buße. Repent and turn away from sin. Tut Buße und kehrt ab von Sünde. Turn away from this Islam. Kehrt ab von diesem Islam. God will strike you. Gott wird euch schlagen. He's going to judge you. God will kill you. Er wird euch richten. Gott wird euch töten. He will throw you into the hellfire. Er wird euch in das Höllenfeuer werfen. And you know, it was being broadcast by speakers. Und wisst ihr, es wurde ausgestrahlt per Lautsprecher. In the deepest villages of Pakistan. In den tiefsten Dörfern von Pakistan. So John and you know, people feared. The people I was with, they feared. Und nun die Leute, sie hatten Angst gehabt, mit denen ich zusammen war. Sie hatten Angst. Sie sagten, wow, diese Leute sind bewaffnet, sie werden uns mit Maschinengewehren stürmen. They're going to shoot us because you are rebuking Islam. Sie werden uns erschießen, weil du Islam tadelst. No, I did not fear. Nein, ich hatte keine Angst. But Jonah feared to go to ISIS. Aber Jonah hatte Angst, zur ISIS zu gehen. The territory controlled by ISIS. Das Gebiet, welches von der ISIS kontrolliert wurde. Al-Qaida. Al-Qaida. In the Arabian Peninsula. In der arabischen Halbinsel. It's like being sent there. Es ist so, als wenn man dorthin gesendet wird. To go and tell them, um zu gehen und ihnen zu sagen, stop this nonsense here. God is going to judge you, strike you people. Hört auf mit diesem Unsinn hier. Gott wird euch richten, er wird euch schlagen. Repent and receive Jesus. Tut Buße und empfangt Jesus. Turn away from this idol. Kehrt ab von diesem Götzen. You call Islam. Den ihr Islam nennt. So, that is what Jonah was being told to go and do. Nun, dies ist, was Jonah gesagt wurde, zu gehen und dies zu tun. Tremendous, tremendous. Enorm, enorm. And he says, und er sagt, God is a God of second chances. Gott ist ein Gott zweiter Chance. Of many chances. Vieler Chancen. Because Jonah was given a second chance. Denn zu Jonah wurde eine zweite Chance gegeben. He was really given a second chance again, then he went. Ihm wurde wirklich wieder eine zweite Chance gegeben und dann ist er gegangen. He went to Nineveh, to the Ninevites. Er ging jetzt nach Nineveh zu den Leuten aus Nineveh. Hmm? But it's amazing. Aber es ist erstaunlich. At the disobedience of mankind when he has been sent. Der Ungehorsam der Menschheit. Als er gesendet wurde. Und nun, der Herr kam öffentlich heraus und sagte, aber Errettung gehört dem Herrn. I read from the book of Jonah, ich las von dem Buch Jonah, chapter 2, verse 9. Kapitel 2, Vers 9. Salvation does not belong to Jonah. Errettung gehört nicht zu Jonas. Because I say most of you come with your list. Denn ich sagte, viele von euch kommen mit eurer Liste. Of your enemies, say, Lord, from this point on now, these are now my enemies. Sie sagen, Herr, von diesem Zeitpunkt an sind diese jetzt meine Feinde. This one strike him with lightning. Diese schlage sie mit Blitzen. This other one strike him with cancer. Diesen anderen schlage ihn mit Krebs. This one, you know. Dieser hier, wisst ihr? Like some imprecatory psalm. So wie Fluchpsalme. The imprecatory psalm. Den Fluchpsalm. When the Israelites were crying out, als die Israeliten weinten, praying and crying out, beteten und riefen from Babylon, say, Lord, aus Babylon und sagten,
Herr, Adam, the day we were being demolished. Erinnere dich an Edom, der Tag, an dem wir zerstört wurden. They celebrated it. Sie feierten es. They uprooted from his foundation. Entwurzel es von ihrem Fundament. And they were saying, take their children, smash their heads on the wall. Und sie sagten, nimm ihre Kinder und knalle ihre Köpfe an die Mauer. Fluchpsalm. Wenn sie jetzt gegen die Feinde beten, gehen, um den Feinden Leid anzutun. But that's what this generation has done. Nun, dies ist, was diese Generation getan hat. And the Lord is saying, no. Und der Herr sagt, nein. Salvation belongs to me. I determine whom to save. Errettung gehört mir. Ich bestimme, wen ich erretten werde. Even you, I can endure you. Sogar dich erdulde ich. And then bring enlightenment to you, und bringe dann Erleuchtung zu dir, to see Jesus, Jesus zu sehen and then receive him. Und ihn dann zu empfangen. So give them a chance also. Nun gebe ihnen auch eine Chance. Give them a chance. Gebe ihnen eine Chance. Whether they have slaughtered people, give them a chance. Wenn sie Leute geschlachtet haben, gebe ihnen eine Chance. So God values repentance very much. Nun, Buße wird sehr wertgeschätzt von Gott. That's what came out. Dies ist, was herausgekommen ist. The grace of God. Die Gnade Gottes. The mercy of God. Die Barmherzigkeit Gottes. And you see very clearly. Und ihr seht sehr eindeutig. In the Bible, in the book of 2 Timothy, chapter 3:16 that we read. In der Bibel, in dem Buch 2. Timotheus, Kapitel 3:16, welches wir gelesen haben. Very mighty, he said, go out. Sehr mächtig. Er sagte, geht heraus. It's for instruction. Es sind Anweisungen. All scripture is for instruction. Go out. Diese Schriftstelle ist eine Anweisung. Geht heraus. You have the word already. Ihr habt bereits das Wort. The word of God that Jonah received. You have the whole Bible. Go. Das Wort Gottes, welches Jonah erhielt. Ihr habt das Wort. Geht heraus. Go out. Geht heraus. Go out to them. Geht zu ihnen. Bring it to them. Bringe es zu ihnen. Say it to them. Sage es zu ihnen. They will receive Jesus. Sie werden Jesus empfangen. Go out to them and tell them about this wonderful love. Geh heraus zu ihnen und erzähle ihnen von dieser wundervollen Liebe. That Christ Jesus the Messiah has already died for them. Dass Christus Jesus der Messias bereits für sie gestorben ist. 2. Timotheus Kapitel 2:15. 2. Timotheus Kapitel 2:15. Chapter 2:15, look at what he says there. Kapitel 2:15, schaut, was er dort sagt. And he says. Und er sagt. 2. Timotheus 2:15, he says. 2. Timotheus 2:15, er sagt. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als ein angesehener und untadeliger Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht vertritt. So that's how you're to present yourself to them. Nun, so solltet ihr euch vor ihnen präsentieren. Without reproach. Ohne Tadel. And honor the gospel. Und das Evangelium zu ehren. And verse 2, the same scripture says. Und Vers 2, die gleiche Schriftstelle, er sagt. From verse 2. Von Vers 2. And all things you have heard from me, say in the presence of many witnesses, entrusting and entrust to reliable people who will be qualified to teach others. Und was du durch viele Zeugen von mir gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Meaning, transmit everything you have. It's not for your personal consumption. Das bedeutet, übermittelt alles, was ihr habt. Es ist nicht für euren persönlichen Gebrauch. So go share the love of Christ. Nun geht und teilt die Liebe von Christus. That he is risen. Dass er auferstanden ist. And so Jonah took a message of rebuke. Und nun, Jonah erhielt die Botschaft des Tadels. A message of rebuke to sin. Die Botschaft des Tadels zur Sünde. The present-day church has also been given a message of rebuke. Der gegenwärtigen Gemeinde wurde auch eine Botschaft des Tadels gegeben. But she has instead gone and preached the message of prosperity. Aber stattdessen ist sie gegangen und hat die Botschaft des Wohlstands gepredigt. Prosperity to the sinners. Wohlstand zu den Sündern. She has preached prosperity to the sinners. Sie hat Wohlstand zu den Sündern gepredigt. She has not rebuked the sin of this world. Sie hat nicht die Sünde von dieser Welt getadelt. And yet it's amazing that the Lord is using this. Und es ist erstaunlich, dass der Herr dies gebraucht. Entire scenario. Ein ganzes Szenario. Of the Hebrew people, the glorious land.
des hebräischen Volks, das glorreiche Land. Jonah, the prophet of Israel, to go now. Jonah, der Prophet von Israel, dass er jetzt geht to the Gentiles. Zu den Heiden. He's using that to say, er gebraucht dies, um zu sagen, that God will hold all people to account. Dass Gott alle Leute zur Rechenschaft ziehen wird. Both Jews and Gentiles. Beide Juden und Nichtjuden. That all people are accountable to the Lord. Dass alle Leute rechenschaftspflichtig sind gegenüber dem Herrn. Whether you're Jew or Gentile. Ob man ein Jude oder ein Nichtjude ist. That's the big message that came out of there, that nobody will escape it. Dies ist die große Botschaft, die dort herauskam, dass niemand dem entfliehen wird. You have to give account to the Lord. Man muss auch Rechenschaft gegenüber dem Herrn geben. And so today's church needs to go out. Und nun, die heutige Gemeinde muss herausgehen and share this great grace and forgiveness. Und diese große Gnade und Vergebung teilen, that they have received. Die sie empfangen haben. And yesterday we also saw, und gestern haben wir auch gesehen, that fooling around with sin can harden your heart. Dass wenn man mit der Sünde herumalbert, kann dies dein Herz verhärten. The different types of soil. Die verschiedenen Arten des Bodens. The four different types of soil. Die vier verschiedenen Arten des Bodens. The soil of your heart. And I asked, der Boden deines Herzens. Und ich fragte, what type of soil is in your heart? Welche Art des Bodens ist in deinem Herzen? What type of material, planting material? Was für eine Art des Materials, Pflanzmaterial, is in your heart? Ist in deinem Herzen? What type of soil? Welche Art des Bodens? The hardened soil, that is the path. Der verhärtete Boden, dies ist der Weg. The rock. Der Stein. The path where, when the seed fell there, the birds took away, right away, the devil takes away. Der Weg, als dort der Samen gefallen ist, haben die Vögel sofort weggenommen. Der Teufel nimmt weg. They receive the word of God, they don't understand it. Sie empfangen das Wort Gottes, sie verstehen es nicht. And the devil takes it away right away. Und der Teufel nimmt es sofort weg. And then the next one, und dann der nächste. They receive the germinates, the seed germinates. Sie empfangen, der Same keimt. And then it's scorched. Und es dann versenkt. That means they receive the word of God. Das bedeutet, sie haben das Wort Gottes empfangen. With joy, but then, mit Freude, aber dann. When persecution comes, wenn die Verfolgung kommt. And trials, they fall away. Und Prüfungen, dann fallen sie weg. They fall away. Sie fallen weg. And they have nothing because they were not deep in that word. Und sie haben nichts, weil sie nicht tief in diesem Wort gewesen sind. They didn't go deep. Sie sind nicht tief hineingegangen. The third one, der dritte, which is also about all of them really, handelt sich auch um alle wirklich. But pertains to the present generation. I'm talking about all the three. Beziehen sich auf die gegenwärtige Generation. Ich spreche über alle drei. The first three, but the third one, die ersten drei, aber der dritte. Now the things of the world choke it. That seems to be the bigger one today. Jetzt die Dinge der Welt ersticken es. Die scheint der größere heutzutage zu sein. The most, the most prevalent. Der am meisten vorherrschende. The things of the world, the wealth of the world. Die Dinge der Welt, der Reichtum der Welt. The life of this age, the worries about what to wear, who to marry. Das Leben von diesem Zeitalter. Sie kümmern sich darum, was man anziehen soll, wie man heiraten soll. To get married and give into marriage. Verheiratet zu werden und in Ehe zu gehen. Marry, give into marriage. Heiraten und in die Ehe gehen. And to party, to eat and drink. Und zu feiern, zu essen und zu trinken. They have choked the word. Es hat das Wort erstickt. That seems to be where everybody else seems to be found today. Es scheint so, dass jeder andere dort angefunden wird heutzutage. That's what the Lord brought up yesterday. Dies ist, was der Herr gestern hervorgebracht hat. And he's saying, be careful now. Und er sagt, seid vorsichtig jetzt. Be careful about this hour. Seid vorsichtig bezüglich dieser Stunde. We need to be found in the vineyard, in the field. Wir müssen im Weingarten angefunden werden, im Feld. Working for the Lord. Für den Herrn zu arbeiten. Because evil are the days, time is over. Denn böse sind die Tage, Zeit ist vorbei. And he talks about falling away. Und er spricht über das Wegfallen. And then you get the good seed. The good soil, rather. Und dann erhält man den guten Samen, den guten Boden besser. The good soil, the fourth soil now. And he said, den guten Boden, die vierte Erde, jetzt. Und er sagt, all hearts, if you read Mark chapter 7, 20, 21. Alle Herzen, wenn ihr liest Markus, Kapitel 7, 20 bis 21. All men since the fall of Adam. Alle Menschen seit dem Fall von Adam. All men. Alle Menschen. Their hearts are corrupted. Ihre Herzen sind korrupt. Immoral, destroyed, full of lewdness. Unmoralisch,
zerstört, voller Verschmierung. Full of corruption and sin and wickedness. Voll mit Bestechung und Sünde und Bosheit. But Jesus came. Aber Jesus ist gekommen. It is Jesus that now converts that wicked heart, died for the heart on the cross. Es ist Jesus, der jetzt dieses boshafte Herz umwandelt. Er starb für das Herz am Kreuz. If there is any organ he died for, it's the heart. Wenn es irgendein Organ gibt, für welches er gestorben ist, es ist das Herz der Menschen. He died for the heart, so he's the one that converts the heart. Er ist für das Herz gestorben, also ist er derjenige, der das Herz umwandelt. Changes the heart. Verändert das Herz, so it becomes good soil for the seed. So dass es guter Boden für den Samen wird. And so that people may now return to Jesus. Und so dass Leute jetzt zurückkehren zu Jesus. And returning to Jesus is essentially returning to the cross and the blood of Jesus. Und zu Jesus zurückzukehren ist im Wesentlichen zu dem Kreuz und dem Blut von Jesus zurückzukehren. And the hardening of the heart. Und das Verhärten des Herzens. The hard soil, the rough soil. Der harte Boden. Der raue Boden, the tough soil, der schwere Boden, the hardening of the heart, das Verhärten des Herzens, the rocky soil, der felsige Boden, the hardening of the hearts of this generation, das Verhärten der Herzen von dieser Generation. And we see very clearly in the book of John chapter 15. Und wir sehen sehr eindeutig das Buch Johannes Kapitel 15. John 15 verses 2 and 6. Johannes 15 Vers 2 und 6. Verse 2 says, Vers 2, er sagt, he cuts off every branch in me that bears no fruit. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. While every branch that does bear fruit, he prunes it, cleans it well, prunes it. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er gut. So that it will bear even more fruit, be more fruitful. Damit sie mehr Frucht bringt, sogar mehr Früchte bringt. But the one that are on the rocky soil. Aber diejenigen, die auf dem felsigen Boden sind, the dry ground path, der trockene Bodenweg, the rocky soil, der felsige Boden, and shocked, not fruitful, und erstickt, nicht fruchtbar ist, he cuts off, schneidet er weg. In verse 6 he says, in Vers 6 sagt er, if you do not remain in me, wer nicht in mir bleibt, you are like a branch that is thrown away. And withers. Der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Such branches are picked up and thrown into the fire and burned. Man sammelt sie, wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. So he's talking about the non-fruitful. Nun, er spricht über die nicht fruchtbaren. Remember when he cast the fig tree? The fig tree stands for the temple. Erinnert ihr euch daran, als er den Feigenbaum verfluchte? Der Feigenbaum stellt den Tempel dar. The temple of God. Der Tempel Gottes. The temple of the Lord. Der Tempel des Herrn. He cast the temple. Er verfluchte den Tempel. He cast the fig tree because the fig tree was not fruitful. Er verfluchte den Feigenbaum, denn der Feigenbaum war nicht fruchtbar. That morning as he walked back to Jerusalem. An diesem Morgen, als er nach Jerusalem zurückging. And so he's saying here, und nun, er sagt hier, that God cannot stand fruitlessness, dass Gott Fruchtlosigkeit nicht ertragen kann. Unfruitful people. Unfruchtbare Leute. That's why you need to make sure your heart has a good soil. Deswegen musst du sicherstellen, dass dein Herz einen guten Boden hat. And if you turn to the book of Matthew, und wenn ihr das Buch Matthäus aufschlägt, if you go to the book of Matthew, wenn ihr zu dem Buch Matthäus geht, Matthew chapter 3, there are many other scriptures, but Matthew 3. Matthäus Kapitel 3. Es gibt viele andere Schriftstellen, aber Matthäus 3. He says the axe is already at the foot of the tree. Er sagt, die Axt ist bereits an der Wurzel vom Baum gelegt. Every tree that does not bear fruit of repentance. Jeder Baum, der nicht die Frucht der Buße trägt, you top down, you cut it down. Wird er abschlagen, nach unten schlagen. Judgment is here. He says, in other words. Urteil ist hier, sagt er mit anderen Worten. And Matthew 25, you see Matthew 25. Und Matthäus 25. Ihr seht in Matthäus 25, Verses 10, 11. Look at what he says here. Vers 10 bis 11, schaut, was er hier sagt. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. Und als sie hingingen, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. And the virgins were already went in with him. Und die Brautjungfern, die bereit waren, sind mit ihm hineingegangen. And they went into the wedding banquet. Und sie gingen hinein in die Hochzeit. And the door was shut. Look at that. Und die Tür wurde verschlossen. Schaut euch dies an. Cut out. Ausgesetzt.
Later, those who went by, others also came and said, Lord, Lord, they said, open the door for us. Später kamen auch die anderen Brautjungfern. Diejenigen, die gingen, um zu kaufen, die anderen sagten, Herr, Herr, mach die Tür für uns auf. But he replied, to tell you the truth, I do not know you. Aber er antwortete, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Therefore keep watch, because you do not know the day or hour. Darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. So you see, cut off. Also seht ihr, abgeschnitten. In Matthew 25, they are cut off in verse 10. In Matthäus 25 sind sie abgeschnitten in Vers 10. He shut the door, he slammed it on them. Er hat die Tür zugemacht. Er knallte sie vor ihnen zu. They are unfruitful. They don't bear fruit. The church that does not bear fruit. Die Unfruchtbaren, sie tragen keine Frucht. Die Gemeinde, die keine Frucht trägt. It's a very serious situation, blessed people. Es ist eine sehr ernsthafte Situation, gesegnete Leute. Very dreadful situation also. Auch sehr furchterregende Situation. If you go to Hebrews chapter 2, verse 2, wenn ihr zu Hebräer Kapitel 2, Vers 2 geht, those that fall off, diejenigen, die abfallen, those that are not productive, not fruitful, they fall off. Diejenigen, die nicht produktiv sind, sie sind nicht fruchtvoll, sie fallen ab. Das Urteil ist unglaublich. Er schneidet und schmeißt sie weg. Hebräer Kapitel 2, Vers 2. 2 und 4 sagt das folgende. Er sagt, For since the message spoken through angels was binding, and every violation and disobedience received a just punishment. Denn wenn bereits das durch die Engel verkündete Wort bestätigt war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, how shall we escape if we ignore a salvation so great? Wie wollen wir entfliehen, wenn wir ein so großes Heil missachten? So great a salvation. So eine große Errettung. This salvation, which was first announced by the Lord Jesus, was confirmed to us by those who heard him. Das, nachdem es den Anfang genommen hat, durch die Predigt des Herrn Jesus für uns bestätigt wurde, durch die, die es gehört haben. God also testified to it by signs and wonders and various miracles and by gifts of the Holy Spirit distributed across to his will. And according to his will. Und Gott hat dazu mit Zeichen und Wundern und mancherlei Machttaten und mit Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen sein Zeugnis gegeben. And so he's saying, und nun er sagt, how then can you reject the salvation so great? Wie kannst du dann die Errettung, die so groß ist, ablehnen? He's talking about those that he will cut off. Er spricht über diejenigen, die er abschneiden wird. Dies ist der Teil gestern, wo ich ein wenig erschöpft war. Ich konnte nicht weitermachen. To bring this to you. Um dies zu euch zu bringen. That those who are not fruitful, God cut them off. Dass diejenigen, die nicht fruchtbar sind, er wird sie abschneiden. He's going to cut them off. Er wird sie abtrennen. How can you reject a salvation so great like this? Meaning, wie kannst du solch eine große Errettung wie diese ablehnen, das bedeutet, there is no other sacrifice for sin, es gibt keine andere Opfergabe für Sünde, except the blood of Jesus. Außer das Blut von Jesus. This is the only way through it to be born again. Dies ist der einzige Weg, durch den man wiedergeboren sein kann. I remember that night, ich erinnere mich an diese Nacht, when the Lord appeared for me, als der Herr für mich erschien. In the sky above, the Lord Jesus. Am Himmel oben, der Herr Jesus. Showed me his crown, showed me his nail-pierced hand. Zeigte mir seine Krone, zeigte mir seine nageldurchbohrten Hände. Showed me the red robe that runs across the diagonal across his shoulder. Zeigte mir das rote Gewand, welches läuft diagonal quer von seinen Schultern. And then he walks across the sky. Und dann ging er entlang am Himmel. Nail pierced. Nageldurchbohrungen. He was essentially saying, go to these people. Im Wesentlichen sagt er, geh, sage diesen Leuten, to get born again with the first Calvary. Wiedergeboren zu sein mit dem ersten Golgatha. I see they are so desperate. Ich sehe, sie sind so verzweifelt. Their situation is deplorable. Their spiritual situation. Ihre Situation ist bedauerlich. Ihre geistliche Situation. They look like a church. Sie sehen aus wie eine Gemeinde.
crying for a second Calvary. Die nach einem zweiten Golgatha weint. But tell them, look, I have the marks. Aber sage ihnen, schaut, ich habe die Narben. Those are the marks on the hands he showed me. Dies sind die Narben, die auf den Händen sind, die er mir zeigte. There is only one ultimate sacrifice. Es gibt nur eine ultimative Opfergabe. He said, now I have injuries. Er sagt, jetzt habe ich Verletzungen. I have defect. God the Father cannot accept me as a perfect sacrifice again. Ich habe defekt. Gott, der Vater, kann mich nicht nochmals als eine perfekte Opfergabe akzeptieren. Tell them just to be born again with the first blood. Sage ihnen, dass sie einfach wiedergeboren sein sollen mit dem ersten Blut at Calvary. Auf Golgatha. It is sufficient, has power. Es ist ausreichend, hat Kraft. I remember that vision. Ich erinnere mich an diese Vision. But that's what he's saying here. Nun, dies ist, was er sagt hier. Yeah. He's saying, er sagt, for since the message spoken through angels was binding, and every violation and disobedience received its due punishment. Denn wenn bereits das durch die Engel verkündete Wort bestätigt war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing. Those are angels. Dies sind Engel. How then? How much more? Wie viel denn? Wie viel mehr? How then shall we escape judgment if we ignore a salvation so great? The salvation which was first announced by the Lord himself. And was confirmed by those who heard him. And God himself testified unto that salvation by wonders, signs, miracles. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir ein so großes Heil missachten, das, nachdem es den Anfang genommen hat, durch die Predigt des Herrn für uns bestätigt wurde durch die, die es gehört haben. Und Gott hat dazu mit Zeichen, Wundern und mancherlei Machttaten und mit Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen sein Zeugnis gegeben. Big thing. Große Dinge. This is the part I couldn't handle with you because I was really, really tired yesterday. Dies ist der Teil, den ich nicht mit euch behandeln konnte, denn ich war wirklich, wirklich müde gestern. Euch. The book of Luke 22, blessed people. Das Buch Lukas 22, gesegnete Leute. And so he's saying, let the church take up the calling. Und nun, er sagt, die Gemeinde soll ihre Berufung auf sich nehmen. And go. Und soll gehen. Let the church go. Lass die Gemeinde gehen. Take up the calling and go. Nehme die Berufung auf dich und gehe. Luke chapter 22, 31, 32. Lukas Kapitel 22, 31. Bis 32 sagt das Folgende. Luke 22, 31, 32. Lukas 22, 31 bis 32. He says, er sagt, Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. Simon, Simon, gib acht, der Satan hat versucht, bei euch die Spreu vom Weizen zu trennen. But I have prayed for you, Simon. Ich habe aber für dich gebeten, Simon, that your faith may not fail. Dass dein Glaube nicht aufhört. And when you have turned back, strengthen your brothers. Und wenn du der Eins zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. So you have seen it all. Also hat er alles gesehen. He had seen it all. Er hat es alles gesehen. Oh, the faith would waver. He would, wer auch immer, er würde deny him. Ihn verleugnen. And then of course later on also go fishing. Und dann natürlich später auch fischen gehen wird. He has seen it all. Er hat es alles gesehen. How can we do that? Wie können wir dies tun? For a salvation so great like this. Für eine Errettung, die so groß wie diese ist. And Ezekiel chapter 15. Und Hesekiel Kapitel 15. Ezekiel chapter 15, blessed people, as we finish up tonight, I may give it back to Margaret. Hesekiel Kapitel 15, gesegnete Leute, während wir die heutige Predigt beenden, ich gebe es zurück an Margaret. Margaret. Senior Pastor Margaret Wamboi was having a very powerful time with our listeners in the offices. Senior Pastor Margaret Wamboi hatte eine sehr mächtige Zeit gehabt mit ihren Zuhörern in den Büros. Oh, that was quality. That's why I decided to jump in. Oh, das war Qualität. Deswegen dachte ich, ich werde auch dazu kommen. She's really bringing them to account. She's talking about practical salvation. Sie hat sie wirklich zur Rechenschaft gebracht. Sie sprach über praktische Errettung. Practical Christianity. Praktischer Christentum. She was asking them. Sie fragte sie. If you heard that message yesterday, wenn ihr diese Botschaft gestern gehört habt, that we have such a high calling, a serious calling, dass wir solch eine hohe Berufung haben, eine ernsthafte Berufung,
They tell me, he was asking them. Dann sagt mir, hatte sie zu ihnen gefragt, when you are leaving your house this morning, the office, als du heute an diesem Morgen dein Haus verlassen hast, um in das Büro zu gehen, did you give due consideration of the calling of God upon this generation, upon this child? Hast du es richtig in Betracht gezogen, die Berufung Gottes für diese Generation, für diese Gemeinde, in the way you dress, in der Weise, wie du dich kleidest, even in that office, sogar in diesem Büro, have you given due consideration, hast du gebührende Beachtung geschenkt, of this lofty calling that the Lord has placed upon this church, zu dieser edlen Berufung, die der Herr auf diese Gemeinde platziert hat, to present Jesus, um Jesus zu präsentieren, to present him blameless, without blemish, ihn tadellos zu präsentieren, ohne Makel. To live in a manner worthy of this calling, worthy of the cross, worthy of the salvation received. In einer würdigen Weise zu leben, die würdig ist dieser Berufung, würdig des Kreuzes, würdig der Errettung, die wir erhalten haben. Worthy is holy. Würdig bedeutet heilig. And then he says, und dann sagt er, Ezekiel chapter 15. Ezekiel Kapitel 15. He says verses 3 and 4. Er sagt Vers 3 und 4. He says, er sagt, is wood ever taken? Is wood ever taken from it to make anything useful? Nimmt man das Holz und macht etwas Gebrauchbares daraus? And then he says, und dann sagt er, again, is wood ever taken from it to make anything useful? Nochmals, nimmt man das Holz und macht etwas daraus, was gebräuchlich ist? Do they make pegs from it? Macht man auch nur einen Flock daraus? To hang things on. An dem man Dinge hängt. And after it is thrown on the fire as fuel. Sieh, man wirft es danach ins Feuer, damit es verzehrt wird. And the fire burns both ends and chars the middle. Seine beiden Enden verzehrt das Feuer und seine Mitte ist versenkt. Wozu sollte es nun taugen? Is it then useful for anything at that point? Ist es zu diesem Zeitpunkt dann für irgendetwas gebrauchbar? When it has been charred and burned and destroyed. Wenn es versenkt, verbrannt und zerstört wurde? So he will cut them off. Also wird er sie abschneiden. He is warning now that let people be born again. He will cut them off. Er warnt jetzt, die Leute sollen wiedergeboren sein. Er wird sie sonst abtrennen. He will cut them off. Er wird sie abschneiden. On that day. An diesem Tag. Those who are not fruitful. Diejenigen, die nicht fruchtbar sind. And that's why this is such an ample time. Und deswegen ist dies solch eine großzügige Zeit for the church. Für die Gemeinde. To self-re-examine again now and be more fruitful. Um sich selbst wieder zu überprüfen jetzt und mehr Früchte zu tragen. And so blessed people. Und nun, gesegnete Leute. We can go on and on, but it was such a powerful moment. I'll be coming back to you because so much was said. Wir können weiter und weiter machen, aber es war solch ein mächtiger Moment. Ich werde zu euch zurückkommen, denn so viel wurde gesagt. Even how the Lord called Adam and Eve. Sogar wie der Herr Adam und Eva berufen hatte. He called Enoch, he called Noah, Abraham, Isaac, Jacob, David. Er hat Henoch, Noah berufen, Abraham, Isaac, Jakob, David. You know? Wisst ihr? And he's still calling. He has called you people. He has called you listeners that tuned in. Und er beruft immer noch. Er hat euch Leute berufen. Er hat euch Zuhörern, die eingeschaltet sind, berufen. He has called you to serve him, to come out. Er hat euch berufen, ihn zu dienen, herauszukommen. And we saw the kind of heart the Lord wants. Und wir haben die Art des Herzens gesehen, die der Herr möchte. A heart that is seeking God. Ein Herz, das nach Gott sucht. Serving God. Gott dient. A heart that is believing God. Das Herz, welches an Gott glaubt. Keeping God's word. Gottes Wort behält. A heart that is trusting God. Ein Herz, das Gott vertraut. Fears God, praising God. Gott ehrfürchtet, Gott preist. Love the Lord, following God. Den Herrn liebt, Gott nachfolgt. Has reverence to the Lord. Ehrfurcht vor dem Herrn hat. So much was said, blessed people. So viel wurde gesagt, gesegnete Leute. This generation has found help. Diese Generation hat Hilfe gefunden. But anyhow, those who want to receive the Lord, repeat this prayer. Say, Mighty Lord Jesus. Nun dennoch, diejenigen, die den Herrn empfangen möchten, wiederholt dieses Gebet. Sagt, mächtiger Herr Jesus, I have realized, ich habe realisiert, that the hour is now, dass die Stunde jetzt ist, for
me to repent, dass ich Buße tue and become fruitful in the house of the Lord. Und fruchtvoll werde in dem Haus des Herrn. And I open up my heart to you, und ich öffne mein Herz für dich, my Lord Jesus, mein Herr Jesus, and receive you in my heart, und empfange dich in meinem Herzen as my Lord and my Savior. Als mein Herrn und Erretter. And I ask you, precious Lord Jesus, und ich bitte dich, kostbarer Herr Jesus, to now establish righteousness and holiness in my heart, jetzt Gerechtigkeit und Heiligkeit in meinem Herzen zu etablieren and to fill me with the Holy Spirit, und mich mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. Precious Lord Jesus, kostbarer Herr Jesus, I ask you to order my steps, ich bitte dich, meine Schritte anzuleiten. Quicken my legs, mach meine Beine schneller, that I may take up the calling, sodass ich die Berufung annehme and run with it, und damit laufen werde and bring this tremendous love of God, und diese enorme Liebe von Gott bringen werde, that I receive, die ich empfangen habe, bring it to the perishing world, es zu der vergehenden Welt zu bringen, that I may be fruitful in the house of the Lord, sodass ich fruchtvoll bin in dem Haus des Herrn, in the mighty name of Jesus, im mächtigen Namen von Jesus. Today I'm born again, amen. Heute bin ich wiedergeboren. Amen. This is a big message. Dies ist eine große Botschaft. They're going to come in a big way. We have people who have walked. Sie werden in großer Weise kommen. Wir haben Krüppel, die gehen können. Und ich weiß auch heute, dass Senior Bischofin Joanne anrufen wird. The mothers of the cripples ask them, how is life with a child that walks? Die Mütter mit den Krüppeln, und sie fragen, wie ist das Leben mit einem Kind, welches gehen kann? And how do you compare that with a cripple in the house? Und wie vergleichst du es mit einem Krüppel, welches im Haus ist? How is life these days with a child that is walking? Wie ist das Leben heutzutage mit einem Kind, das gehen kann? With a person that is walking. Mit einer Person, die gehen kann. Halleluja. Halleluja. What a packed programming we have in this studio. Welches vollgepacktes Programm wir haben in diesem Studio. The Lord bless you. Revival is on. Der Herr segne euch. Erweckung findet statt. The many healed, Hadassah Chemutai. Die vielen geheilten Hadassah Chemutai. We have Brian Kipkorir, you know. Wir haben Brian Kipkorir, wisst ihr? Very many healed. Sehr viele Geheilte. And so she will try to get them, including all those Brian Enoch. Und nun, sie wird versuchen, sie zu erreichen, einschließlich all diejenigen Brian Enoch. Brian Onyando, Enoch Odhiambo. Brian Onyando, Enoch Odhiambo. Precious Nyoki. Kostbare Nyoki. She will try to get to all of them. How is life? Sie wird versuchen, alle sie zu erreichen. Wie ist das Leben? Blessings Wanjiru. Blessings Wanjiru. How is life? Wie ist das Leben? With a child that walks. Mit einem Kind, das gehen kann. What awesome days we live to see. In welch erstaunlichen Tagen leben wir, diese sehen zu können. Thank you. Dankeschön. Jesus bless you. Jesus segne euch. The Messiah is coming. Thank you. Der Messias kommt. Danke.